Dur und Moll von Robert Theodemann. Man weiß, die Madame Pompadour galt platterdings wohl als Mätresse. Das lag zum Teil an der Figur, zum Teil an mangelnder Noblesse. So sprach sie einstmals sehr banal: Wie hemmend sind die guten Sitten, denn sie errang horizontal, sie stellte Macht durch die Meriten. Den seinen gibt's der Herr im Schlaf. Nun Gott, mein Herr, das ist der König. Ich wäre ja ein großes Schaf, wer brav ist, der verdient zu wenig. Ein Beutelchen an einer Schnur, das baumelte ihr von der Taille und hieß wie sie schlicht Pompadour. In diesen steckte die Kanaille die Steuern Frankreichs kurzerhand, die sie dem Volke ausgesogen, bald hatte sie das ganze Land drin eingesackt und zugezogen. Jedoch, es gibt Gerechtigkeit, das steht wohl außer allem Zweifel. Denn eines Tages war es soweit, da holte sie sich auch der Teufel. Da lag sie nun, das lose Ding, im ganzen 43 Jahre, ihr Beutelchen, das aber hing nun leise pendelnd von der Bahre. Es ist vielleicht nicht populär, dass eine Schwester sie besessen, doch diese war ja auch konträr, abhold den scheußlichen Exzessen und hieß echt weiblich Pompamoll, ergeben nur dem teuren Pfaffen und hat auch stets sehr tugendvoll in ihrem Bett allein geschlafen. Ein Hängebeutel war ihr fremd, ach schon gar mit einer Zugvorrichtung. Sie trug das Haar zurückgekämmt und las nur fromme, keusche Dichtung. Allein auch die hat Geld verdient. Jedoch war sie bedeutend weiser, denn dieses unschuldsvolle Kind besaß 2 Dutzend Freudenhäuser. Der Sünde Sold hat sie kassiert, den ihre Nymphen sich erschlafen. Sie selbst blieb dabei unberührt und rechnete sich zu den Braven. Einst schrieb sie an das Schwesterlein, das sich so frech prostituierte. Wie kannst du nur so dämlich sein? Was diese aber ignorierte und schrieb an Pompamoll zurück. Masseur, ich liebe gerne praktisch. Du hast bei Männern halt kein Glück, na dann bleibst du eben prophylaktisch. Anbei ein Stück Zölibatist, häng dir nicht um die Schlaflenden, wenn du dich für die Liebe bist, na dann musst du eben so verenden. Als Pompamoll nun dieses las, verfluchte sie die dreiste Kröte und siegelte noch leichenblass an gleichen Tage Geldpakete und sprach, ich spare in der Schweiz, mein Seelenheil ist mir zu wichtig, denn Geld hält länger als der Reiz. Und das stimmte auch, war durchaus richtig. Sie hat die Schwester überlebt und blieb bis an ihr Ende rührig. Sie hat dem Himmel zugestrebt und starb als Jungfrau dann in Zürich.